Guten Tag, hier ist das Bauamt von Nettelhaus-Stedtfeld. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Ihre aktuelle Warteposition 1.204. Keine Geduld, die Antragsteller heutzutage mehr. Frau Hesselbach? Herr Clausen? Ich brauche mal die Bauakte Knutzen vom 9.11.2003. Sagen Sie bloß, Sie wollen mal einen Antrag genehmigen. Nicht lang fragen, Akte bringen. Das glaube ich aber nicht. So eine olle Zimtzicke. Na, zumindest der Antrag stimmt. Ja, müsste passen. Guten Morgen, Alfred. Mensch, Hans-Werner. Ja, da staunst du. Ich bin mit dem Fahrrad da. Und ich dachte mit dem Raumschiff. Sehr witzig. Oh. Oh, eine neue Handytasche hat der Herr auch noch. Ja. Baumann? Aufgelegt. Unbekannter Teilnehmer. Ja, den kenne ich, der ruft bei mir auch ständig an. Den Fahrradhelm habe ich ganz neu. Den würde ich nicht mal gebraucht nehmen. Oh. Lecker Nüsse. Wusste gar nicht, dass du auf so gesundes Zeug stehst. Ich esse das so gern Toffifee. Ich gehe mich dann mal lieber kurz umziehen. Oh Mann, jetzt hast du dein Handy hier liegen lassen. Gehst du bitte mal ran? Na, wie mache ich denn das? Aufschieben. Ja, was soll ich denn jetzt? Erst soll ich rangehen, jetzt soll ich es aufschieben. Wo soll ich denn hinschieben? Anfang April? Na, da kann ich nicht, da habe ich einen Zahnarzttermin. Aufschieben nicht im Sinne von verlegen. Aufschieben im Sinne von rangehen ans Telefon. Ach so. Na, wie mache ich das da? Da sind keine Drücker. Oh, Klappe! Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Alfred, ich meine Klappe aufschieben. Ja, Oberamtsrat Alfred Clausen, Apparat Fuzzi Baumann? Aufgelegt. Mist. Du, Gertrud und ich, wir wollen jetzt mehr Sport machen. Aha. Gertrud hat jetzt auch ein Rennrad. Mit Stützrädern? Hattest du nicht auch mal über Sport nachgedacht? Ja, aber mir war das Nachdenken schon zu anstrengend. Aber Ella geht doch noch einmal die Woche zum Sport. Ella, ja. Ella geht noch einmal die Woche zur Schwerathletik. Gibt aber nach wie vor große Probleme beim Stabhochsprung. Um ihr Gewicht zu halten, braucht Ella immer zwei Stäbe. Wie beim Chinesen, weißt du? Dafür hat sie beim Kugelstoßen so eine Wucht drauf, dass sie schon von Abriss Möller gefragt wurde, ob sie nicht mal aushelfen kann. So, da bin ich wieder.
Was machst du denn da? Ja, gut, dass du fragst. Ich sitze hier über einer sehr komplizierten Bausache. Okay. Ich komme da einfach nicht weiter. Ich habe das mal gelernt, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Weißt du das noch? Du hattest mir das mal gezeigt. Aber das ist schon ein bisschen her. Das sind doch eigentlich nur ein paar Striche, oder? Ja. Ich meine, ich könnte es mal versuchen. Ja? Aber ohne Garantie. Und ohne abzusetzen. Das ist das Haus vom Nikolaus. Ja. Dankeschön, Hans Werner. Da habe ich die gesamte letzte Woche drüber gebrütet. Ja. Was war das denn? Weiß nicht, Gewitter? Nee, draußen ist herrlicher Sonnenschein. Ist ja komisch. Das hatten wir zu Hause neulich auch. Schwupps war das Licht aus. Das ist so, wenn man seine Stromrechnung nicht bezahlt. Woher weißt du das denn? Hans Werner, ich bin Oberamtsrat. Ich habe meine Ohren überall. Kolle von den Stadtwerken ist doch mein Kegelbruder. Na, herzlichen Dank. Na, neue Handytasche ist ja praktisch, wa? Baumann? Ah, Mist, schon wieder. Du, das war Hoppelhase. Ich ruf sie gleich mal zurück. Na, hoffentlich hat Hase Empfang im Bau. Mist. Jetzt ist besetzt. Na, da telefoniert sie mit Meister Lampe, wie? So. Ah. Mann, so eine Tasche brauche ich auch. Ja. Hase? Oh, Gott sei Dank, gerade noch geschafft. Witzig, erst bin ich nicht rangekommen, dann war besetzt und jetzt habe ich es gerade noch geschafft. Na, das ist ja witzig. Nee, erst war besetzt und dann war bei mir besetzt. Ach, so war das. Nein, danach war besetzt. Am Anfang bin ich ja nicht angekommen. Oh. Wie, bei dir war besetzt? Das muss dann ja gewesen sein, als auch bei mir besetzt war. Mann, ihr habt ja Themen nach 20 Jahren Ehe, du. Was? Ach, Hase, das ist ja schön. Du, Alfred, die Frauen haben heute Morgen bis 10 Uhr geschlafen. Wie bitte? Ach, Ella nicht. Na also. Ach, Gertrud, die Arme. Ja, dann grüß sie mal schön von mir. Wie? Eine Radtour, das ist doch schön. Gertrud kann aber Ella im Korb mitfahren. Was sagst du? Stromausfall, bei euch gerade eben. Hier auch. Ja, wenn ich's dir sage. Dabei seid ihr doch 3 Stunden weit weg von hier. Ja, genau, Zufall. Gut, Hase. Und du weißt ja, ich liebe meinen Hasen bis zum Hasenstern und zurück und freue mich schon jetzt wieder auf unsere nächste Kuschelrunde. Genau. Lalilu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Hasen schlafen. Ich dich auch. Tschüss. Da kriegt ja jeder Hase Durchfall. So. Komisch. Was? In der Rhön hatten die auch gerade einen Stromausfall. Die Frauentruppe war schon ganz aufgeregt, dass sie vielleicht die Radtour gar nicht machen kann. Aber jetzt scheint da auch wieder alles in Ordnung zu sein. Und? Sollst du mich gar nicht grüßen? Nein. Aber ehrlich gesagt wundert mich das auch nicht. Ist es wahr, dass Ella im Gegensatz zu den anderen Frauen des Windbeutelclubs kein All-Inclusive buchen durfte? Was? Doch. Ella hat auch ein All-Inclusive. Wie bitte?
All-inclusive heißt das. Nein, all-inclusive. Das ist ein Sondertarif. Du bekommst dein Zimmer umsonst, musst dafür aber alle Klos auf der Etage mitputzen. All-inclusive eben.